sind. Ja, Geflüchteten schnell und direkt helfen, etwa mit Wohnungen oder Jobs, das ist das Ziel von United for Ukraine. Ein internationaler Verein, in dem sich zahlreiche Helferinnen und Helfer ehrenamtlich engagieren. Wie das konkret aussieht, zeigt Stefanie Gagosch. Bankenviertel Frankfurt am Main. Hier mieten sich Start-ups ein im stylischen Ambiente. Hier finden sich auch die Büros einer Hilfsorganisation, die eigentlich weltweit arbeitet. United for Ukraine. Olga Hamama ist eine der drei ukrainischen Gründerinnen. Innerhalb von den ersten 3 Stunden, seitdem die Raketenangriffe und die Explosionen stattfanden, haben wir schon erstes Meeting gehabt, um zu überlegen, was wir machen. Olga Hamama ist Juristin, lebt in Frankfurt. Sie und die anderen nutzen geschickt ihre Netzwerke. Inzwischen helfen sie in 34 Ländern ukrainischen Vertriebenen. Sie vermitteln Jobs, Wohnungen, juristische und psychologische Beratung in Europa, Kanada, den USA. Unser Team ist unglaublich international, weil wir alle in Berufen unterwegs waren, die sehr international ausgerichtet waren. Das heißt, es war sehr, sehr leicht, internationales Netzwerk sehr schnell abzurufen. Wir hatten innerhalb von 2 Tagen 200 Anwälte, die uns geholfen haben. Inzwischen sind das 400. Ihre Idee umsetzen konnten sie ungewöhnlich schnell, weil eine gemeinnützige Organisation aus Berlin ihnen half, Fineo. Die Ukrainerin Alina Nosenko arbeitet hier im Management. Wie Olga in Frankfurt gründete sie nebenher United for Ukraine. Ihr Chef wiederum löste das Problem der Hilfsorganisation mit der Bürokratie kostenlos. Die Plattform für soziale Investoren verfügt über das nötige Know-how. Wir können Spenden entgegennehmen und wir können die dann an diejenigen, die die Projekte machen, direkt weitergeben. Wir können denen die Buchhaltung machen, wir können denen das Netzwerk geben und so können halt diejenigen, die etwas tun wollen, das innerhalb von wenigen Stunden ermöglichen, dass sie das machen. Richtungsweisend. Normalerweise dauert die Gründung einer Hilfsorganisation Monate. Im Callcenter beschäftigt United for Ukraine inzwischen viele geflüchtete Frauen. Hier bearbeiten sie juristische Fragen, vermitteln Wohnungen. Dabei wissen sie immer, wer bei wem untergebracht wurde. Schutz auch vor Missbrauch. Wir haben jetzt schon mehr als 4.000 Menschen Unterkunft zur Verfügung gestellt. Und das ist echt viel. Ja. Und wir buchen überall in Europa. Nadia Amiaga floh vor 2 Monaten aus Kiew. Durch United for Ukraine fand sie einen Job und eine Wohnung. Ein Stück Sicherheit auch für den Sohn und ihre Mutter. It's a little bit scary situation. Die Flucht war schon gruselig und ich habe mir Sorgen gemacht über unsere Zukunft. Aber nun sind wir hier und wir sind froh. And we are here. So stärken sie sich gegenseitig und weben ihr ukrainisches Netzwerk. In Berlin, Frankfurt, Europa, der Welt. Wertvolle Kontakte und auch Hoffnung für die Zukunft.